Danke an Venitrox und Krimlos für den Support. Genauso wie der Norgal. Einen wundervollen Aufenthalt auch da. Willkommen, willkommen. So, wir sind bei 31 zu 6 sind wir jetzt fürs Erste. Wo hat der Nunu gut gespielt? Naja, er hat einfach alle seine Lanes ahead gebracht und dann fällt er natürlich dafür behind. Aber wenn du alle deine Lanes ahead bringst, finde ich, darfst du schon erwarten, dass du dann auch gecarried wirst. Missia. Danke an Da The Best für den Support. Einen wundervollen. Als Bayer kennst du Norgal nicht? Doch, natürlich kenne ich Norgal. Das ist praktisch der letzte Schluck vom Bier. So, was sind wir denn jetzt als nächstes? Wir hatten jetzt gerade Graves, ne? Midlane Hekarim. Ah ja. Der gute alte Midlane Hekarim. OTP needs some magic damage. Full focus, please. I'm in Promo, ne? So. Gleich mal ein paar Calls machen. Full focus, please. I'm in Promo. Nicht vergessen. So. Okay, jetzt schauen wir mal. Hoffentlich schauen die nicht mein Profil an, weil dann sehen sie, dass ich gar noch nicht so viel Hekarim gespielt habe, die Season. Wie spielt man denn Hekarim überhaupt? Und wieso? Full Heal Hekarim? Das gute Heka-OTP, ganz genau, Gott Xalbo. Oh, bitte nicht Riven. Oh mein Gott. It's a disaster. Gott Xalbo auf Riven, Leute. Holt schon mal die Pipigas. Habe ich Pipiga aktiviert? Das wäre ein Pipiga-Moment jetzt. Zuschauer von meinem Stream, der Riven spielt. Ne? Das kann nichts werden. Das kann nichts werden, leider. Danke an Lucky Ryu für den Support. Einen traumhaften Aufenthalt wünsche ich. Willkommen, willkommen. Chill, yo, hab von Riven. Hauptsache, du schaust nicht meinen Stream an, während du Riven lernst. Das ist das einzig Wichtige. Weil wenn du in meinem Stream Riven lernst, dann haben wir ein paar Problemchen, glaube ich. Wir spielen gegen Schmalsahar, spielen wir. Heka Midlane, ja, ich bin Heka Midlane OTP, bin ich. Habe ich doch geschrieben. Das habe ich doch geschrieben. Keine Konfidenz in deine Viewer. Ich hätte keine Konfidenz in meine Viewer, wenn sie Riven spielen. Weil ich bin jetzt nicht für meine Riven bekannt, weißt du? Wehe, das ist wieder dieser Nunu, der so reingecarried hat gerade. Wehe. Wenn der die ganze Zeit wieder Mitte kommt. Danke an Matt. Nee, ich vertraue dir mehr, als ich mir auf Riven vertrauen würde. Matt Eager, Wintermaß, ey, vielen Dank euch auch zu diesem frühen Sonntagmorgen. Cookies und Time Warp Tonic. Ja, das war schon auch nicht schlecht, ja. Ja, wir gehen für den Full Heal Karim, gehen wir. Das ist der Heal Karim. So. Heka ist ein Hard Counter für Malzahar. Ja, Hekarim ist bekannt dafür, für seine bärenstarke Midlane-Priorities. Das heißt, sind wir tatsächlich Full-Diamond-Game hier, ne? Let's go. Das hat jetzt super kurz gedauert, ne? Also wir haben in 40 Games, unter 40 Games, sind wir Full-Diamond-Games jetzt. Full-Diamond-MMR. Das ist schon gut, oder? Würde ich sagen. Das ist schon gut. Full-Diamond-MMR. Der gegnerische Midlaner ist ein Schmurf. Ein Malzahar-Schmurf. Es könnte Dan Morang sein. Dan Morang, bist du gerade im Chat hier? Ich glaube, es handelt sich um Dan Morang. Dark Chicken und Way Too Easy for Me. Vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Also wenn Dan Morang im Chat ist, dann wurden wir, glaube ich, gesniped von Mr. Dan Morang. Ja, ich bin da, aber nein, das würde ich nie tun. Dann ist gut, ne? Aber ich hab dich trotzdem im Visier, Kollege. Kidur, vielen Dank dir für die 28 Monate Support. Und danke an Mogwai, vielen Dank für die 10 Abonnements. Ein dickes, fettes F in den Chat, bitte.
Willkommen, willkommen allerseits. Ich warte immer noch voller Vorfreude auf die... Ja, Karma und ich sind dran. Jetzt hilft mir sogar Karma, ne? Weil alleine kriege ich ja nichts gebacken. Jetzt hilft mir sogar Karma und ich glaube, nächste Woche geht's los. Nächste Woche kriegen wir jetzt los, Leute. Mit dem Uncut-Format. Dann fangen wir von A bis Z, geht's dann durch. Kilian, vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Einen traumhaften Aufenthalt wünsche ich. Was war der sechste Loose? Ich glaube, der letzte Loose war Gnar, glaube ich. Also wir haben mit Gnar, Darius und Camille haben wir verloren. Mit Aurelion Sol, mit Braun und mit was noch? Weiß gerade gar nicht, was der sechste ist. Fizz! Mit Fizz habe ich verloren. Marshmallow Man, Kane, Mr. Psycho. Vielen Dank, Gott. Also zum Beispiel, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit Fizz und Camille verliere zum Beispiel. Aber dafür haben wir mit Bart und Blitzcrank gewonnen, ne? Werden die Uncuts alle gleichzeitig oder na ja, jeden Tag eins halt oder so? Oder jede Woche eins, dann geht's für die nächsten 2 Jahre. Muss ich jetzt alle Champs mit H spielen? Ja, wir sind mit G, sind wir jetzt fertig? Jetzt sind wir aktuell sind wir bei H, wenn ich mich nicht täusche, oder? Oder habe ich einen übersprungen? Nee, gell? Ich glaube, wir sind aktuell immer noch im Plan. Wir haben alle, glaube ich, durchgespielt bis jetzt. Oh no. That's really fucking peinlich. That's actually absolutes Desaster hier, die Lane bis jetzt. Ich gehe jetzt einfach nochmal resetten, hä? Nach dem Schelmenstreich hier. Alter! Ich glaube, ich hätte einfach Ghost anmachen sollen, als er das zweite Mal vorgelaufen ist. Ich glaube, wenn ich da Ghost anmache, dann kriege ich seinen Flash. Relativ sicher. Das ist diesmal Maxim X mit dem Level 1 King Top. Das ist auch wieder so ein Nunu-Experte wie der letzte, hä? Das ist auch wieder so ein Nunu-Experte wie der letzte. Da hatten wir genau dasselbe. Level 2 gegen Toplane. Wer macht denn sowas? Und jetzt wäre er Mitte gelaufen. Ja, das ist natürlich... Also ihr solltet niemals Level 1 gegen einen Miser in den Turret laufen. Also das ist natürlich schon sehr, sehr mittelprächtig. Oh mein Gott. Ich will seinen Flash haben, wenn es geht. Nicht, weil ich den einfach so kriege, ehrlich gesagt. Ich habe halt auch keinen... Logischerweise habe ich auch keinen Flash als Hegarim, ne? Das heißt, ich bin natürlich schon relativ anfällig hier. Ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte ihn einfach killen gerade. So vom Gefühl her. Ich bin da leider nicht confident in meinem Midlane-Hikarim. Oh no. Du hast einen Schneeball. Pff, gar kein Problem für den mittleren Hegarim, da wegzurennen. Das ist Fighten, oder? Ich kann mir vorstellen, dass der nochmal Mitte rennt, aber. Ja. Ich muss leider nochmal resetten. Weil ansonsten werte TP, ne? Das ist halt ein ziemliches Problem, oder? Ne? Ich will mich jetzt hier. Hoffentlich portet der defensiv. Wäre sehr, sehr dumm von ihm, aber. Ha. Also. Jetzt habe ich halt ein Riesenproblem. Ich brauche jetzt eigentlich den Nocturne einmal, um mir zu helfen, zu resetten. Wenn es geht.
Was baue ich denn auf Midlane Hecarim? Trinity Rush? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, also sowas wie QSS wäre halt auch nicht verkehrt, nehme ich an. Ivan ist heute auch, ja. Also heute sind eine Menge nicht so coole Champions, glaube ich. Mal wieder. Ich glaube, heute ist eine Menge Müll. Mal kurz Back to Base hier als nächstes. Der Midlane hat keine Sums mehr zur Verfügung. Schön gemacht, Riven, ne? Die kannst du ja hören, ne? Muss jetzt nicht in den Chat schreiben. Well played. Schöner Gank. Oder schöner TP, meine ich. So. Nice, den Luna auch noch gekillt, da. Mhm. Hecarim ist ganz gut, oder? Also ich meine, Hecarim geht immer. Midlane Hecarim ist jetzt natürlich nicht so besonders cool, aber wie du erkennen kannst, ab einem gewissen Punkt ist es natürlich so, dass du einfach Midlaner überlaufen kannst. Also zum Beispiel in Malzahn, also in der zugegebenermaßen ist Malzahn natürlich auch ein sehr, sehr mittelprächtiger Pick gegen sowas wie Hecarim, ne? Klar, wenn der Jungler die ihm ermöglicht, also wenn ich einen Kill auf mich gekriegt hätte, dann vielleicht. Aber wenn er keinen Kill kriegt, dann kann ich ihn halt einfach irgendwann überlaufen für eine relativ lange Zeit. Natürlich wird er mich outscalen später, aber bis dahin ist jetzt halt erstmal, sind die Lichter aus, wisst ihr? This is my horse. My horse is amazing. Deutsche Zentaur. Naja, Zentaur, ich will jetzt nicht. Ey, wie ist denn unser Nocturne immer noch nicht Level 6 eigentlich? Schade wegmachen, ne? Einfach ulten. Musst nur Ulti drücken. Nur Ulti. Ja, Moment. Scheiße, Mann. Der hätte die ganze Zeit davor viel leichter ulten können. Ne? Ich weiß nicht, warum er auf mich wartet, aber ich wollte einfach Go machen dann halt bisher. Weil er, also eigentlich muss er einfach nur, wenn der hier steht, ist er tot. So, wenn er nur ultet. Er muss nur ulten. Aber er wartet halt, bis ich engage, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil wenn ich auf ihn engage, läuft er ja weg. Wisst ihr, habt ihr ja gesehen gerade. Natürlich läuft er dann weg, weil er kann ja gegen mich nichts machen gerade.
Dementsprechend ist es natürlich sehr, sehr dumm, dass ich den Feind engagen soll und nicht er, wisst ihr, aber wenn er meint, mein Gott, kann nichts machen. Nock-Ulti zieht Maisa-Schild, ja, aber dafür wirst du nicht blind als Maisa. Also so ist die Interaktion. Du wirst nicht blind als Maisa, aber du kannst trotzdem, ist deine Schale weg und du kannst getargetet werden von ihm. So. Können jetzt wer sein Flash ziehen in der Mitte? Hoffentlich. Na, ich könnte auch Roam in der Theorie. Glaube ich Roam. Oh mein Gott, die Sau, ey. Look at my horse is amazing, give it a lift, smash us like raisins with a la 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 la. Okay, ich kenne den Text nicht. Bla 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 bla. So, ich geh einmal kurz back to base hier als nächstes. Man nimmt uns das hier mit. Merkst du den Exchange Sale in dem Game? Der hat Flash Ulte, der Maser. So wie es aussieht, lernen wir jetzt gegen einen Trine Vempsekt. What? Okay. Ich glaube, der Maser ist fertig mit unserer Lane. Weil der Hikarim ist immer schon ein sehr, sehr gefährlicher Champion gewesen. Also tatsächlich ist Hikarim nicht schlecht. Der ist sehr, sehr unterschätzt. Der ist tatsächlich sehr, sehr unterschätzt. Dominating. So. Das ist, also wenn ihr seht ja auch den Schaden, den ich gerade mache, oder? Und ihr seht ja auch die Heilung, die ich bekomme über Conqueror und Ravenous Hunter und Taste of Blood und wisst ihr, das ist halt schon, also es ist echt nicht so schlecht, wie Leute denken. Hikarim Top zum Beispiel ist auch völlig legit. Selbst, und Hikarim Jungle, der wurde ja auch nochmal gebufft im letzten Patch, wisst ihr. Ich glaube, das haben auch viele Leute gar nicht auf dem Schirm, dass der nochmal gebufft wurde von Riot. So. Und außerdem habe ich natürlich die Riven, ja, die mir extrem hilft. Weil sie halt zwei gute Ports mit schon gemacht hat. Oh nein. Das war nicht worth it. Ich habe gehofft, dass ich seine Ulti canceln kann mit meiner Ulti, weil ich dachte, er Panic ultet instant. Aber er war smart genug leider, um nicht direkt zu Panic ulten. Das ist natürlich mal besser. Oh nice. Ah, die arme Kette in Lululan. Nice time, gut. Er war smart genug, da nicht zu Panic ulten. Gut für ihn, schlecht für mich. Das Game sieht allerdings sehr, sehr free aus hier. Was ist denn bei dir los? Seit wann streamst du um 12 Uhr morgens? Naja, also, ich war halt wach und dann dachte ich mir, ja. Ich weiß nicht, was ich sonst so mache an meinem Sonntag. Außer habe ich die letzten zwei Tage praktisch frei gemacht. Dementsprechend, ne? Also freimachen. Na, ihr kennt mich ja, ist das Arbeitstier, das ich bin.
Gibt's natürlich normalerweise nicht, dass ich frei mache. Fühle ich mich natürlich unwohl mit der Gesamtsituation. Alter, bin ich ein feister Inter. Was mache ich denn? Hä? Was mache ich denn gerade? Alter, okay, jetzt konzentrieren wir uns wieder. Ich habe beide Sums gemacht, beide zu spät eingesetzt. Hab ihn gedived, hab ihn nicht fertig gedived, hab meine Spells nicht eingesetzt. Okay. Sehr gut, Frederik. Sehr, sehr gut. Der Malsa ist back in game. Der hat gerade zweimal 2000 Gold. Der hat einmal 1000. Obwohl, das zweite gibt's nur 300. Ja, das nur, ne? Ja. Immerhin. Das sind trotzdem 1300 Gold. Okay, wir konzentrieren uns jetzt kurz wieder aufs Game und dann reden wir über die Themen des Alltags. Außerdem steht die Wave sehr schlecht für mich. Der hat nicht mal ein Ulti gehabt. Nee, ich hätte ihn einfach straight up diven können. Aber ich muss ihn auch nicht diven. Wisst ihr, das ist halt das große Problem. Ich muss ihn doch überhaupt nicht diven. So, warum mache ich denn das überhaupt? Okay, wir rammeln den eher. Jetzt rammeln wir ihn an. Jetzt kommt die Rache. Schal ist auch weg. Er sieht uns jetzt hier nicht. Aber du nicht. Triple Kill. Weiß immer nicht, warum ich mir QSS überhaupt kaufe, wenn ich zu alt bin, die einzusetzen. Ich sollte dieses Item einfach nicht kaufen und CC aussitzen, ne? Hm. Wahrscheinlich direkt resetten, ne? Unten. Schade. Natürlich schön gewesen, da nochmal ranzukommen an den Spekulanten, Aber nein! So, wir wollen jetzt als nächstes brauchen wir Deftin. Wir müssen echt aufpassen. Der Malsa ist jetzt super fett und die Gegner haben auch Caitlyn Lulu. Also, die haben totales Scaling, haben hier, die Gegner. Und wir haben auch gutes Scaling, aber. Trotzdem ist Vorsicht geboten. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier den nächsten Dings bekommen. Schnell, aber bist du schnell genug, Kollege? Nope. So, wir können hier den Free Drake nehmen. Nice. Nice, Mr. Weigerman. Ist halt auch nicht gut, dass wir jetzt hier oben sind gerade, ne? Weil die können jetzt den Drake bekommen. Oh, nice, ja. Danke, Riven. Ist trotzdem sehr, sehr wert gewesen für uns, wir haben so viel verloren. Wir müssen echt mit dem Malsa aufpassen jetzt hier, der ist so tonky. Kurz back to base hier schnell.
uns unser Death Dance holen. Und ich glaube, dann gehen wir das Edge of Night, würde ich sagen. Gehen wir als nächstes. Nach Edge of Night gehen wir Spirit Visage. So. Wir müssen unbedingt den Malsa töten. Aber wie? Lol, Caitlyn. Ich meine, die sieht mich, dass ich da den Ward clear und geht trotzdem hoch. Wäre ein guter Versuch gewesen. Aber du musst die Fallen so legen, dass ich reinlaufe, weißt du? Und hier nach oben. Und einmal nach unten. Ja, Sonja schon. Mein Gott. Holy shit, ich dachte, das war die Ulti. Das war gar nicht die Ulti. Nex. Das war gar nicht die Ulti. Das war die Lulu. Nice Sonjas, Bitte passt ein bisschen auf. Mein Team macht mir echt Sorgen hier gerade. Das Game ist super, super knapp. Sehr schnell. Jetzt haben wir unser Edge of Night ready hier. Jener geht für unfassbar viel. Die Gegner gehen für unfassbar viel Armor, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die Fidelity gehen möchte oder ob ich vielleicht lieber für irgendwas anderes gehe. Edge of Night ist halt super geil wegen dem Schild, ne? Mal so, ne? Dann müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Okay, jetzt schnell wieder in die Lane. Wollen wir hier noch unten mit dazu flitzen? Nice, 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 das wird's. Das wird's. Moment. Wir haben halt fast die Seele schon, ne? Ist auch ganz gut. Wir haben jetzt keine Malsa. Ein leckerer Snack für zwischendurch, Leute. Schön saftig auf den Tisch, der Adek, der will. Können wir hier die Wavestay ganz reinbringen? Nice, GG will play, dann. Okay, das war more like it, ne? Nachdem wir in dem Gravescream gerade so gestruggelt haben. Das war schon eher. Das war schon eher, wie es aussehen sollte. Also ich glaube, ich hätte Spirit Visage gebaut in dem Game jetzt als letztes. Und dann hätte ich natürlich irgendwann noch den Pot verkauft. Vielleicht Deadman's Plate oder Randuins? Wahrscheinlich aber Deadman's Blade, weil der Alicary von denen so behind war. Na? Ey, Platinum 4, let's go. Und wir spielen schon reine Diamonds Games, also das läuft echt super, super nice.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so gut läuft. Also, dass wir so eine gute Winrate und so bis Diamond rein halten können. Na. Ich hätte gedacht, dass wir mehr so in den 70ern sind. So, jetzt war Hekarim, jetzt kommt Heimer und dann kommt Illaoi, kommt als nächstes. Heimer, Illaoi, Irelia kommen. Das sind die nächsten.